Prost. Ja, ich bin endlich wieder zurück. Ich freue mich sehr. Warum habe ich gefehlt? Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Leute mir geschrieben haben, tatsächlich. Also ich dachte, es geht so sang- und klanglos, so keiner nimmt Notiz davon, dass ich den Videoblog nicht mehr mache. Aber mir haben wirklich viele geschrieben und gesagt, Till, was ist los? Es gibt einen Grund, warum ich mich länger Zeit nicht gemeldet habe. Ich habe ein Buch geschrieben. So sieht es aus. Und ich habe da besorgte Bürger getroffen. Also ich war bei Pegida, bei der AfD und habe gefragt, was ist los mit euch? Ich bin häufiger konfrontiert worden mit Leuten, die gesagt haben, ich habe Angst. Und ich habe dann immer gefragt, warum. Und natürlich haben die immer einen Grund. So, es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen Grund, warum man Angst hat. So, man überlegt sich da was. Man findet auch immer einen Grund. Man findet auch immer einen Grund für Hass. So, das ist klar. Und man muss da sehr, sehr tief und sehr, sehr lange bohren, bis ich festgestellt habe, eigentlich ist die Frage, wie viel. Also eigentlich finde ich auch bei dieser ganzen Thematik oder überhaupt bei Wahrnehmung von irgendwelchen Prozessen muss man ja immer fragen, wie sind eigentlich die Relationen? Es gibt auch über oder wegen dieses Buchs gibt es einen Artikel bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich bin da mit einer Redakteurin bei Pegida gewesen, also bei Bergida in Berlin, und wir sind da rumgelaufen und haben uns das angeguckt und sind auch mitgelaufen. Und es sind ungefähr 40 Leute gewesen, die da mitgelaufen sind. Und gleichzeitig, gestern war ich bei der TTIP und CETA. CETA ist das neue TTIP. CETA ist das Freihandelsabkommen mit Kanada. Das gleiche in Grün, das gleiche wie TTIP, sind wir auch gegen. Und da gab es eine Riesendemo am Samstag. 70.000 Menschen waren da allein in Berlin. Und der Tenor des Artikels da ist, ja, echt viele Menschen gegen, aber sind teilweise auch echt dubios und da laufen viele Rechte mit. So, das sagt der Artikel. Es gibt sonst keine inhaltliche Auseinandersetzung damit. Und dann habe ich mir gedacht, sehr krass, das ist irgendwie sinnbildlich dafür, wie die Diskussion geführt wird. Also die Relationen stimmen irgendwie überhaupt nicht mehr. Also die Relationen sowohl bei der AfD stimmen überhaupt nicht, im Sinne von so, ja okay, wie viel Flüchtlinge sind denn schlimm, aber die Relation der Betrachtung der AfD auch nicht. Sondern frage ich mich, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt an diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen, an diesen unterschiedlichen Dimensionen. 70.000 Menschen, allein in Berlin, das ist ganz schön krass. So, da berichtet kaum einer davon, das ist halt so eine, weil da nichts passiert. Das ist halt nicht spannend. So, die sind irgendwie nett, so, sagen nicht so viel dumme Sachen, ja, das ist nicht funny. So, und ich habe mir gedacht, so, vielleicht sind meine Dimensionen jetzt auch verrutscht. Vielleicht rede ich auch über Sachen, die euch überhaupt nicht interessieren. Und deswegen habe ich gedacht, möchte ich was zurückgeben. So an euch, weil das auch so nett war, ne? So viele nette Nachrichten bekommen. Und deswegen wollte ich euch fragen, worüber ich mal berichten sollte. Was denkt ihr, ist ein Thema, was bisher nicht so im Fokus ist? Worüber kann man denn mal sprechen? So, das würde ich gern von euch wissen. Dann könnt ihr das schreiben in die Kommentare und 2 Wochen später berichte ich drüber. Bis dann. Tschüss.